Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Willkommen zu einer neuen Folge Disco Elysium. So, beim letzten Mal haben wir es tatsächlich geschafft, die Leiche vom Baum zu kriegen. Das ist schon mal ziemlich gut. Jetzt haben wir, hey, wir haben so viele Missionen. Ich habe vorher mal kurz in unser Missionsbuch geguckt. Guckt euch das mal an. Wir sind jetzt Donnerstag. Wir sind jetzt am Donnerstag gelandet. Und das sind unsere ganzen offenen Missionen. Alter, das sind unsere abgeschlossenen. Wie viele Missionen hat das Spiel eigentlich? Echt viele, ne? Meine Güte. Also, jetzt gehen wir mal die Mission kurz durch. Nur damit wir so einen groben Überblick haben, was wir jetzt eigentlich alles tun könnten und sollten. Und was wir jetzt vielleicht gleich erledigen können. Also, besorgt dir ein trauriges Lied auf Tonband. Ich glaube, da könnten wir eins beim Pfandleiher finden. Oder zumindest gibt es beim Pfandleiher irgendwas Wichtiges für uns, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob wir genug Geld haben. Wahrscheinlich eher nicht. Aber jetzt, wo wir nicht mehr in dem Hotel schlafen müssen, dürften wir reich werden mit der Zeit. Wie länger wir spielen, auf jeden Fall. Jemand hat bei der BMR angerufen, um eine Hinrichtung zu melden. Suche weiter nach der Person, die den Anruf getätigt hat. Auch wenn es keine konkreten Anhaltspunkte gibt, könnte eine Weile dauern. Finde Alkohol und trinke ihn. Nein, das werden wir nicht machen. Gelange in den Geheimgang. Ah ja, die seltsame Tür im Whirling. Stimmt. Frage Kim danach. Wenn die Erstuntersuchung der Leiche abgeschlossen ist. Aha, jetzt kann ich nach dem Wettpissen, unter Anführungsstrichen, zwischen dem 51. und 57., also unseren beiden Revieren, fragen. Gut, gut, dann reden wir danach gleich mal mit Kim. Finde eine Zigarette. Nein, wir machen Hardcore Cold Turkey hier mit unserem Ermittler durch. Mitten in so einem Mordfall ist das vielleicht nicht die beste Zeit, das stimmt. Aber das ist das Gefährliche, wenn man so eine Suchterkrankung hat. Es ist nie die beste Zeit. Man muss es einfach machen. Dammit. Und gemeinsam schaffen wir das, Harry. Wir zwei stehen das durch. So. Sie will dir was sagen. Joyce. Joyce-Informationen. Wer ist denn Joyce gleich nochmal? Du musst dir einfach nur deinen Ausweis zeigen, um es zu hören. Den haben wir schon wieder. Aber wer ist denn Joyce gleich nochmal? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist das die Frau, die im Hotelzimmer neben mir ist? Ist das die, mit der ich telefoniert habe, die wegen mir gekündigt hat? Ich muss mal ganz kurz googeln. Ich will nur ein Bild von der sehen, dass es mir wieder einfällt. Disco Elysium. Wie schreibt man Joyce? Jo Ützes. Ach! Joyce, die, ich hab's schon gesehen auf dem Screenshot, die mit dem Boot, die Firmenfrau, die die Firma hierher geschickt hat wegen dem Streik. Okay, das ist gut, da gehen wir dann auch nochmal hin. Befrage die Fahrer zum Thema Schmuggel. Hey, ich dachte, ich hab alle Fahrer befragt, aber vielleicht müssen wir da nochmal durchgehen. Genau, die Trainingshose, die Fahnen-Trainingshose hat etwas Verlockendes. Ach so, ich muss Kunos Vertrauen noch gewinnen. Ich glaube, das habe ich vermasselt. Aber ich gebe dem Kind halt keine Drogen. Insofern, da verzichte ich lieber auf die Hose. Geht der Sache auf den Grund, aha. Also, der Koch bereitet ein spezielles Borscht zu. Aha, keine Ahnung. Schickt das Dokument an Everetts Buchhalter, sobald du dir die Unterschrift geholt hast. In dem Briefkasten. Ich glaube, die Unterschrift haben wir schon, oder? Nee, oder auch nicht. Oder doch? Ich weiß echt nicht, ob ich Everett den Gefallen überhaupt tun soll. Der redet ja davon, dass da unten in dem alten Fischerdorf, was mittlerweile echt Slums sind,
zum Kulturzentrum errichtet wird. Und das klingt eigentlich gut und selbst die Bewohner sind dafür. Aber wenn Everett dahinter steckt, habe ich kein gutes Gefühl bei der Sache. Sprich mit Titus und überzeuge die Hardy Boys von deiner Autorität. Ruf die Stadtbücherei von Shamrock an. Um Informationen über den Besitz des Bücherausweises zu gelangen, kontaktiere das Revier, um es über die Leiche zu informieren. Halte die Spirituose in der Hand und warte auf das Signal. Was? Die entsetzliche Krawatte macht sich bereit für den letzten Akt. Entferne sie um Gottes Willen nicht, ehe die Magie ihren Lauf nimmt. Ich glaube, das wollen wir nicht. Es muss einen Weg geben, um mit diesen Menschen zu sprechen. Ne. Kuna hat versprochen aufzuhören. Berichte den Kryptozoologen von deinen Erkenntnissen. Frag Kuno, was er weiß. Benutze Kims Funkgerät, um die Seriennummer zu überprüfen. Ziehe dem Opfer die Stiefel aus. Hör dich nach der möglichen Bedeutung der Tätowierung um. Bilde ein moralisches Komitee, um jemanden die Verantwortung zuzuweisen. Vielleicht weiß Kim ja einen Ansatzpunkt. Okay, wow, wir haben viel zu tun. Jetzt erstmal mit Kim reden. Kim? Yes? Wir müssen uns über Verantwortung unterhalten. Ah, I'm glad to hear it, Detective. I was wondering when we'd get to this very subject. Was meint ihr denn damit? If you ask me, it's high time for you to set aside these frivolous side tasks and focus 100% of your energies on the case before us. Nein, ich hab damit eher la responsabilité gemeint. Sie wissen schon, diejenigen, die zugewiesen wird. Why are you pronouncing it like that gentleman from the Institute of Price Stability? You know what? Forget it. What specifically are you trying to assign responsibility for? Ich deute auf den Boden und sag, für den Mord. Nee. Ich sag, für meine Katastrophe von einem Leben. But isn't that your job? Nein. Es ist alles viel nuancierter. Man darf die ganze historische oder sozioökonomische Dimension nicht außer Acht lassen. Ah. Now I understand. Next, I suppose you're going to tell me you need to form a committee to assign this responsibility? Ganz genau. Fascinating. And here I believed your recent turn toward moralism was just an act. In any event, I am just a humble law official. I may work under the moral intern's umbrella, but I'm certainly not qualified to serve on any committee. You know who might be, though? That Mr. Villedroin. The gentleman you met in the young man's apartment. If I were trying to get in touch with the coalition, I would start by seeking him out. But first, you might need to speak with his young companion. Now, was there anything else? Nee. Ich dachte, wir müssten über Kim noch mit anderen Sachen reden. Reden wir nochmal mit Kuno, wobei ich nicht weiß, ob uns das noch irgendwo hinführt. Necromancer Pig? That shit was dark. Going in there like that. Oh, brutal shit. Tell me. Kuno dies. You're gonna pick one out of his brain like that too? Kuno's gonna go out in a hail of bullets. Gonna look like a fucking porcupine. Porta Rosa. A side alley of the Boogie Street Spearhead. A young man in his early 20s approaches patrol officer Emil Mullins and asks for a cigarette. As Officer Mullins reaches in his coat pocket for the pack of Astra he just purchased this morning, the man shoots him point blank in his chest. Breathless, the patrol officer collapses in the gutter. His right hand is grabbing the armor on his chest. The bullet didn't pierce it, but he can't breathe. On the pavement, the patter of the perpetrator's feet growing distant. Bleed, pig. Someone opens a window and says, but Emil cannot see who. His sight grows dim with pain. Um,
Aber wenn das gerade das Kopfkino war, wie Kuno sterben soll oder will, dann stellt sich unser Hauptcharakter Kuno als Polizist vor. Ich meine, warum nicht? Weißt du, was ein guter Beruf ist, um erschossen zu werden? Pigs. Ganz genau. Ganz genau. Ich glaube, Kuno wird ein guter Polizist. Ne? Mit seiner Biografie, mit seiner Historie. Ich glaube, der weiß, was auf den Straßen los ist und der weiß, wie man mit Leuten umgeht. Also ich meine aktuell nicht, aber wenn er mal erwachsen ist, ne? Aktuell ist er halt noch ein Kind. Okay, weißt du was? Ich kaufe dir die Trainingshose für 15 Geld ab. Auch wenn es bescheuert ist. Here, Pig. We're falling now. Performance Buddies. Kuno can already see you soaring through the air like a fucking eagle. Pig's in Kuno's debt now. Money debt. Kuno doesn't fucking care. So. Dann ziehen wir uns mal die neue Hose an. Meine aktuelle Hose... Ups, jetzt habe ich die Hose ausgezogen. Das wollte ich nicht. Meine aktuelle Hose bringt mir plus 1 Beherrschung. Aber die Hose bringt mir plus 1 Gewandtheit und Körperapparat. Das ist schon ziemlich gut. Sie sieht auch total super aus. Vor allem in Verbindung mit dem anderen. Oh mein Gott, ey. Wir sind einfach der Beste. Ach so, übrigens, wir haben einen Aktionspunkt. Wir haben einen Skillpunkt. Ich könnte mein Innenleben, ich wollte mich ja eigentlich eh auf mein Innenleben konzentrieren, aber ich wollte auch Körperapparat hochpumpen, wie sonst noch was. Also so gut es geht und es geht eh nicht mehr viel, aber wir brauchen viel Körperapparat für einige Aufgaben, an die ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern kann. Okay, nehmen wir noch eins für Körperapparat, dann ist das eh ausgeskillt und ab dann Innenleben. Meine Güte, wie viel habe ich denn? Wo sehe ich denn das? Wie viel habe ich denn noch? Ich habe keine mehr. Aber ich mache das jetzt. Voll Innenleben. Super Turbo Innenleben. Oh mein Gott, das ist so eine blöde Idee. Ah, na gut. Ist schon passiert. Und jetzt gehe ich mal kurz da rein. Jetzt haben wir maximalen Körperapparat. Dank der Hose sogar nochmal einen Bonus-Körperapparat. Und da unten war eine Kiste. Die konnten wir nicht öffnen, weil unser Körperapparat nicht körperapparatig genug war. War es die da am Eingang steht? This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream. Oder die da, die mir den Kopf verdreht? Both cables are unplugged from the breaker box. Ich weiß leider nicht mehr, wo die war. Aber irgendwo war da irgendwas, das ich nicht öffnen könnte. Oder die da, die mit dem dicken Pulli anmann. The bear's eyes are dead and empty. Nee. Ey, aber irgendwas war hier. Irgendwas war hier, das ich nicht öffnen konnte. Irgendeine Kiste. Irgendwas. Ich weiß es noch ganz genau. Ich weiß nur nicht mehr wo. Verdammt nochmal. Es war doch hier unten, ne? Oder? Oder habe ich das? Haben wir das vielleicht schon mal geöffnet irgendwann? Kann mich nicht mehr erinnern. Ich bin traurig, weil ich es nicht mehr weiß. Da ist der Ofen, der Bärenkühlschrank. Was war denn das da hinten? Wie komme ich da hin? Ah ja, aber da war nur das Versteck, wo ich das alte Gewehr gefunden habe, ne? Okay. So, die Wegfindung hier ist ja furchtbar. Okay. Schauen wir uns das da mal nochmal an. Drehen wir die Eiskurbel. Feels oddly sad. It's all gone now. You'll never become a poet or an entrepreneur. Drehen wir die Eiskurbel nochmal. The crank feels it's all gone. Na gut. Versuchen wir den Deckel aufzubrechen. Das war's wahrscheinlich. If you want to try again. Equip the pry bar by going to the Genau.
So, lasst mich mal schnell gucken. Gegenstände. Hatten wir nicht ein Brecheisen? Ach so, war das bei Werkzeuge. Versuchen wir es nochmal. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner. Die Brechstange ist nicht robust genug. Slowly melting. Die Brechstange ist nicht robust genug. Wir bräuchten eine bessere Brechstange. Dann könnten wir das erst machen. Na gut, muss ich mir merken. Man merke. Willst du einen Eisschrank knacken, musst du eine gute Brechstange placken. So ist das. Wisst ihr was, gehen wir schnell an den Hafen und reden mit Joyce. Im Grunde muss ich jetzt heute Nacht so lange wach bleiben, bis Kim hier ins Bett geht, ne? Ich habe das noch nie gemacht. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt. Weil dann kann ich dem Toten heimlich die Stiefel klauen. Und die hätte ich gern. You're back. Good. What can I help you with? So, jetzt zeigen wir endlich meinen Ausweis. Ich habe übrigens meinen Ausweis gefunden. I love you did. Fast, observantly, like an electronic printer. Pleased to meet you, Lieutenant W. Freighter Dubois. I am glad to see a man of high qualification. The situation is precarious. What can I help you with, Lieutenant W. Freighter? How about you share your information on the lynching, now that you've seen his badge? The goalposts have moved, Lieutenant. In the absence of the badge, I have informed my employer there will be a probe. I cannot rescind that promise. To my knowledge, the drivers are still at the roundabout. I will tell you everything I know when you've finished with them. Das hatten Sie also von Anfang an so geplant. My plan is to share information. The only way to do that now is by telling my employers you've kept your end, which I hope you will, because let me tell you, we are in dire waters. The sooner the probe is finished, the sooner I can share crucial information with you. Now, is there anything I can do for you in the meanwhile? Tea, perhaps? Wissen Sie was über diese Tätowierungen hier? That's the man who was killed. I'm afraid this is a discussion for once we've cleared the lynching question. Also, wissen Sie was über diese Tätowierungen? Better not tie the force day to the bat's day on this. I hope there is something else I can help you with. She wants to answer the question. Protocol keeps her from it. Okay. Ah, das ist aber echt mies. Jetzt habe ich meinen Ausweis und jetzt sagt sie, ne, muss aber trotzdem einen Film machen. Arsch. Das ist nicht nett. Jetzt schauen wir nochmal, dass wir nochmal mit dem Staatsmann da oben reden. Mit dem wir dann ein moralisches Komitee gründen können. Master Investigator, you just can't keep yourself away from locked and hidden places, can you? Was soll das heißen? Nothing, nothing. You're right. Get in there. Deep. Invade every personal space. Break every lock. Ich schieb mich doch nur ein bisschen um. Yes, that's what it is. A quick peek here. A short glance there. It's all quite delectable. Das war ein neuer Gedanke. Sind das neue Punkte, die da zu untersuchen sind, oder hatten wir die schon? Weil die so prominent angezeigt werden. Wahrscheinlich hatten wir das schon. Exit, nee. Ah, wo ist denn die Tür? Ah, hier vielleicht. Balcony. Das sieht doch gut aus. Ich glaube, da will ich hin.
Genau, aber Kim meinte, ich muss wahrscheinlich nochmal mit dem jungen Mann reden und der ist nirgends. This door is made of metal. No one answers. Let's go. There's nothing to do here for us anymore. No one. Let's go. Na super. Der ganze weite Weg vollkommen umsonst. Ich verstehe nicht, warum die Tür hier oben auf dem Balkon direkt neben der Eingangstür ist. Also innen. Obwohl außen da ganze Stockwerke dazwischen liegen. Naja, hier wird bei Exit eine Treppe angedeutet, ne? Yes? Nein, ich will gar nicht mit dir reden, Kim. Ich will eigentlich immer mit dir reden, aber gerade ist es nicht notwendig. Kim ist immer gut. Mit Kim kann man immer reden. Na gut, dann hätten wir das jetzt alles mal erledigt. Oder auch nicht. Größtenteils haben wir nichts erledigt. Sondern wir sind an unsere Grenzen gestoßen, wieder und wieder. Aber ein paar Ideen habe ich auf jeden Fall noch. Wir können zu Kims Auto gehen und mit dem Funkgerät einige Sachen durchgehen und Anrufe machen. Das ist gut. Wir können zum Pfandleihhaus gehen. Ich habe jetzt immerhin 22 Dingsy-Bumsys immer noch, obwohl ich die Hosen gekauft habe. Soll ich hier den Brief einwerfen? Stecken wir den Brief im Umschlag? Machen wir. Machen wir. Ich schicke den Brief ab. But the documents inside the envelope still lack the required signatures. It's not going to be that easy. We need to dirty our hands with the signatures. I assume that's the goal here. Ach so, ich dachte, ich habe schon beide Unterschriften. Habe ich nur eine Unterschrift mir geholt oder was? Oder wie? Okay, bevor wir jetzt hier mit dem Auto reden, was wir jetzt dann machen werden, gehe ich aber wirklich nochmal zum Pfandleiher. Weil ich weiß, da gab es mindestens ein, wenn nicht zwei wichtige Items, die wir brauchen könnten. Aber the boomboxes wait on the shelves. And your boombox, that gold and amber, Harmon Wauschi, stares at you longingly with its tape reel eyes. Ein Tonbandgerät. Was mich am meisten interessiert, könnte sich dieses Gerät bei meinen Ermittlungen als nützlich erweisen. If police work means playing tapes, sure, you can use it for that. Or any other time you'd need to play a tape. Like a beach party. With sand and sun and seagulls dancing on the breeze. Wir drehen uns zu Kim um und sagen, könnte ich ihn theoretisch zu einer Strandparty mitnehmen? Theoretically, yes. But we don't have time right now. It's generally murder investigation first, then beach party. Ach, es muss gar kein Strand sein. Mit so einem Ghetto-Blaster kann ich überall auf der Straße Party machen. You can play it any way you like. And I guess, since you're a police officer, no one can arrest you for it. Wisst ihr was? Ich kauf das jetzt. YOLO! And here you are. Quality sound reproduction on the go. It'll play anything. Wherever. Turn any tape into a conversation of sounds and shapes. Yeah. Steht zwar jetzt immer noch da oben, aber wir haben es gekauft. A typical Martinez streetlight. 700. Okay. Floor and table. Ich glaube, die ist eher ein Scherz, oder wir werden irgendwann mal superreich. Was gibt's hier noch? You see rows of toy soldiers. Nix. So, das ist jetzt ein Werkzeug. Wir haben jetzt einen Ghetto Blaster. Das ein guter Kauf war. Er kann leider das Band hier gar nicht abspielen, ne? Macht ja nichts. Ich habe ein gutes Gefühl mit diesem Ghetto Blaster. Irgendwas wird der schon irgendwann mal irgendwie bringen. Irgendwie. Kommt das jetzt aus meinem Ghetto Blaster?
Wahrscheinlich. Schauen wir mal, ob der Kryptozoologe noch da drin ist. Mit dem haben wir auch noch eine Quest. Ich glaube wirklich, die Musik kommt jetzt aus unserem Ghetto Blaster. Yeah! Jetzt bringen wir die Party hier mal in Schwung. Hello, officer. I think I almost have it. A new trap design, that is. I know you're skeptical, but I have a good feeling about this. Ich habe mit diesem Jungen mich unterhalten, Kuno. Er hat versprochen, keine Heuschrecken mehr zu stehlen. So it was just a child. Thank you for telling us, sweetie. This is good news, right? It means we can try again. Something is secretly gnawing at her confidence. It's not this Kuno kid or the missing locus. It's something else. Yeah, you're right. We just need to restock the empty trap. Then we'll need to inspect the traps one more time. And then maybe we can. He has a 38 degree fever. His resilience has given way. Darling, I told you to take it easy. You're getting sick. Maybe it's time to go home. You're right, you're right. We can come back next season when it's warmer. There won't be a next season. Not for this. Find a phasmid or admit defeat, people. Verdammt, vielleicht kann ich den Fall ja für sie neu bestücken. Die Falle, meine ich. Die Falle neu bestücken. You can? It's better than having these people get pneumonia on the coast. But after this... Eben. Really? It's too much, officer. What Morel means is we're grateful for your help. Here's a fresh batch of locusts. They should slide right down the funnel. And thank you again. We will definitely mention you, should this lead to a discovery. I'm not talking co-discovery, of course, but... Wow. Co-discovery? You'd be famous. You'd show them all. This does tingle the pleasure center. This would show them all. We need to get you on that list of discoverers. No question about that. Na gut. Okay. Wussten Sie, dass Gary die Rüstung versteckt hat? Hell no. I had no idea, and I'm still cross with him, to be honest. It's not like him. He's got his quirks, but dishonesty, disloyalty, are not one of them. I don't know what got into him, officer. Thank you for letting him off easy. He won't forget it. We'll make sure he won't. Na gut, ich mach mich auf den Weg. Ich glaube, ich muss den Ghetto Blaster wieder wegstecken. Es gibt eine Zeit und einen Ort für alles. Und das hier ist nicht die Zeit und der Ort für den Ghetto Blaster. Ach ja. Aber lustig ist es schon. Und wetten, es gibt irgendeine Quest, irgendwas, wo der wichtig ist. Vielleicht, wenn ich zu den Musikern unten in dem Zeltlager gehe. Jetzt funken wir mal mit dem Auto durch. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Okay, wir tippen auf dem Vorglühtreibstoffanzeige, aber das haben wir anscheinend noch nie gemacht. As you tap on the gauge, the indicator pin jerks as if startled. It's in the large orange sector, indicating the engine is warm. Next to the gauge is a red switch, labeled heat. Now. That's enough fun with the foldable headlights. I know they are mesmerizing. They are also fragile. I'm not going to turn it on for you again. Okay, nehmen wir das Funkgerät. This is Precinct 57. How may I assist you?
Bitte. Nee, warte mal. Oh mein Gott, kann ich da viel machen? Das ist super. Fangen wir mal ganz oben an. Alice, verbinden Sie mich nochmal mit dem 41. Just a moment, officer. 10-4, come in, officer. Over. Jules, ich freue mich, melden zu können, dass ich meinen Ausweis wiedergefunden habe. 10-4, sir. Glad to hear that. I'll write down that there is no need to issue a new one to use then. Over. 10-10. Ende. Roger that. 10-10. Over and out. Na schau, da freut er sich. Aber warte, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch viel mehr funken. Verbind mich bitte nochmal mit Sylvie. Just a second. Sylvie Malaika on the line for you, officer. Yes, hello? Hey Sylvie, hier ist wieder der Polizist. Oh, great. What else do you need, detective? Anscheinend... leider nichts. Tschüss. You hear the call breaking up on the other end of the radio, and then the already familiar voice. Anything else I can help you with, officer? Verbinden Sie mich mit der Stadtbücherei Jamrock. Hold on, officer. I've got Central Jamrock Public Library on the line, and I've already introduced you to their librarian. Connecting the call in 2, 1. Yes, this is Central Jamrock Public Library here. How can I help you, officer? He sounds worried. Yet, ready to assist. This is how people get when the police call. Ich brauche jegliche Information, die Sie mir zu einem Büchereimitglied namens Billy Machine geben können. Billy Machon. Machon, natürlich. Give me a moment, I'll have to check our database. Yes, hello, are you still there? I found Billy Machon's home address, is that all right? No phone number, unfortunately. Ja, die Privatadresse wäre hilfreich. Here we go, sir. Rue de Saint-Gislain, 33B, apartment number 20. It's in Martinez, I believe. Cape Side Apartments, it says. That's all. That's where the smoker on the balcony lives, isn't it? Der Raucher auf dem Balkon, da wo ich gerade eben schon mal war. Haben Sie noch irgendwelche anderen Informationen zu Billy Machin? It says here that they returned their last book just a few days ago. But I wasn't at work that day. Wissen Sie, wer an dem Tag gearbeitet hat? Marie? Marie? Do you remember a reader named Billy Machon? They returned a Tybalt book the other day. Maurice, what? A woman yells. Then. Yes, yes. Okay. If it was the police, she starts explaining something. Yes, it was my colleague Marie. She said that it was Billy's husband who returned the book. He also asked for this new sci-fi release, Lowe's Radio City 87. But we don't have it yet. Billy Magie ist also eine Frau und kein Mann. Woher wusste Ihre Kollegin, dass es sich um einen Mann handelt? She's been working here longer than me. Sometimes her husband returns some books for her. And then goes for a little drink later, on the lookout. Wissen Sie, wie der Mann heißt? Sorry, no. Marie only knows him by sight. Kann Marie mir beschreiben, wie der Mann aussah? Marie! She said it was an older man, and that she's pretty sure he'd had a drink or two the last time she saw him. Wie war er gekleidet? One second. Sorry, Marie wasn't really paying any attention to that. Danke, das wäre alles von mir. Ich habe keine weiteren Fragen. Happy we could help. Goodbye, officer. Anything else you need from me? Ich muss eine Leiche auf der Promenade von Martinet melden. Nee, warte, wenn wir die melden, wird sie abgeholt. Können Sie die Seriennummer eines Paars Panzerstiefel für mich prüfen? Sir, officer. What's the number? And the make of the armor, if you know it. E50.100.1000. Und bei der Rüstung handelt es sich um eine Fairweather T500 VE. Got it. I'll contact the ICP database immediately. Call back tomorrow. Hopefully they'll have dug up something useful by then. The International Collaboration Police, ICP,
is an Inter-Isoleri law enforcement service, the crown jewel in the moral intern diadem, alongside EPIS and the coalition government. Na gut, tschö. 57, over and out. In the cabin, you see a set. Na gut, morgen nochmal melden. Okay, okay. Können wir machen. Jetzt. Was machen wir jetzt? Wir haben, glaube ich, einen neuen Gedanken. Der Bulle der Apokalypse ist bald abgeschlossen. Es gibt so viele Gedanken. Um Himmels Willen. Manchmal überfordert mich das Spiel. So, was machen wir denn jetzt? Ah! Moment mal, da strömt Mordgeruch aus dem Keller. Was? Da war ich doch schon unten. Ich habe da niemanden umgebracht. Das wüsste ich. Aber jetzt fällt mir gerade was ein. Genau, da war's. Du stinkst nach Tod. Wasche den Geruch ab. Im World Rex Innenzimmer in die Badewanne gehen. Aber ich hab da gar kein Zimmer mehr. Kann ich da trotzdem jetzt hochgehen? Obwohl ich da gar nicht mehr wohne? Ich mach's einfach mal. Na komm. Achso, ich muss die Treppe anvisieren, oder wie? Ja, okay. Bin gespannt, ob ich da jetzt noch reingehen kann. Ich meine, es ist bestimmt noch nicht renoviert und so, ne? Und neu vermietet. Vielleicht steht die Tür einfach offen. Tatsächlich. Aber wie kann ich hier baden? A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. Aha, wir könnten versuchen mit einem Bolzenschneider. Aber, ja, wartet mal. Ich glaube, wir haben einen Bolzenschneider. A mirror hangs on the bathroom wall. Puh. In it, your face. 28%ige Chance, ey. Ich speichere mal kurz. Ich meine, das ist immerhin über ein Viertel. Nein! Nice! But you just might be able to twist its parts into place. You handle the chain cutters deftly, applying just enough pressure. The faucet regains a recognizable shape. The steam stops. Told you that you needed those chain cutters. Everything is connected. Everything has a purpose. The mirror begins to clear slowly, without you having to wipe it. Okay, jetzt hilft uns zwar das dabei, dass wir versuchen können, unseren Blick abzulegen, aber unsere Elektrochemie ist trotzdem so schlecht, dass wir im Grunde keine Chance haben. Außer wir würfeln den Sechserpasch, das ist immer möglich. Wenden wir es fürs Erste ab. Aber wie kann ich denn jetzt baden? Das verstehe ich gerade nicht. Da stand doch hier, du stinkst nach Tod, wasche den Geruch ab. In deinem Zimmer im Whirling Rack gibt es eine Badewanne. Statte ihr einen Besuch ab, sobald dir etwas Privatsphäre vergönnt ist. Okay, wahrscheinlich muss Dingsy erst ins Bett gehen. Ich muss jetzt im Grunde für alles warten, bis Kim ins Bett geht. Beziehungsweise die Leiche wegbringt. Wenn er die Leiche wegbringt, habe ich auch Privatsphäre. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann.
zu viel zu tun und ich weiß nicht was. Okay, fangen wir mal beim ersten an. Bestücke zuerst die Fallen neu, die bei der Kontrolle leer waren. Die Kunst besteht darin, sich daran zu erinnern, um welche Fallen es sich handelt. Ja, ich habe keine Ahnung, um welche. Ich weiß nicht mal mehr, wo die Fallen sind. Das ist ein ziemlich weiter Weg zu den Fallen und überhaupt bin ich kein Fan davon. Will ich wirklich die Fallen jetzt bestücken? Das machen wir, wenn wir... Wir müssen abends sowieso darüber, damit wir in unser Haus kommen. Da können wir erstmal noch schauen, was wir sonst noch haben. Mach eine funktionierende Schusswaffe aus, die Munition des Kalibers 4,46mm verschießt. Schick die Leiche weg. Der Raucher auf dem Balkon könnte wissen, wo er sich aufhält, der Sonntagsfreund. Aber wo ist er? Wisst ihr was? Konfrontieren wir mal nochmal die Gewerkschaft. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Vielleicht habe ich neue Dialogoptionen, jetzt wo wir die Leiche vom Baum geholt haben. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Gesperrt. Ich will mich nochmal über den Lynchmord unterhalten. Again. Just get the dead guy's autograph, since you're his biggest fan. Good one, Titus. Wie haben sie ihn umgebracht? We hanged him up by his neck until he got real still. Wasn't that obvious, copper? Didn't they teach you anything at the cop school, idiot? You're pretty sure you've had at least 2 years of cop school and many more of active service. Certainly enough to not put up with this back sass. Deliver a knockdown observation. Okay, jetzt hören Sie mal zu, mein Bub. Mein Bub. Die Leichenschau hat ergeben, dass die Hände des Opfers nicht zusammengebunden waren. Keine Anzeichen eines Kampfes. Erzählen Sie das mal und schön erklären Sie das mal und schön einfach bitte. Look, I'm not gonna play 20 questions with you, Capo. I'll say it again. We killed him. Yeah, I knocked him out. Came up behind him and clubbed him in the back of the head. He went down like a sack of sand. That's right, lawman. And then we hang the fuck. Okay, das müssen wir, da haben wir sogar eine einigermaßen akzeptable Erfolgschance. Aber reden wir mal noch über die anderen Punkte. Vielleicht können wir das sogar noch irgendwie erhöhen. Herr Tattoo, womit haben Sie das Opfer bewusstlos geschlagen? My fucking elbow, copper. Samurai boxing style. Samurai boxing, or sambo, is an eloquently violent set of one-on-one fighting moves originating from the samurai Isola. Sambo style implies stealth, cleverness, and cool. Und wo hat das alles stattgefunden? Right fucking here. Eugene already told you that the fuck had started coming to our bar. Yeah, man, weren't you listening? Ich würde echt gern speichern, bevor ich das mache, aber ich mach's jetzt. Komm schon, bitte. Das ist eine rote Würfelprobe. Sie kann nicht wiederholt werden. Like what, Copper? Ich gehe erstmal. About fucking time. Das machen wir nochmal. Aber erst will ich speichern. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Again. Good one, Titus. Damn, wie bin ich denn jetzt dahin gekommen? Nicht, dass das jetzt nicht mehr möglich ist. You're pretty certainly enough to know. Doch, genau, ich kann das noch mal machen. That's right, Gut, und jetzt, pass auf. Then we hang
Hier stimmt doch was nicht, oder? Titus is solid as well. Yeah. And so are a few others. But. Wer ist dem Druck nicht gewachsen? Der hier, er schwitzt stark und hat Atemschwierigkeiten. Der dicke Angus. A single sentence would wear him out. He can't take the length of the questioning. Keep it going long enough and he'll crack. Hey, sieh da! Wir wenden uns zu dem Dicken zu. Haben Sie da hinten Probleme mit der Atmung? No. Of course he's having trouble breathing. Just look at how fucking fat he is. Fuck off, Shanky. Angus is a powerful guy. All muscle. Keep your eye on this powerful guy. Sooner or later, he's going to break like a piece of twig. Irgendwas verschweigen Sie mir. And fuck you too, copper. Picking on Angus like this. We're done with this schoolyard shit. And just so you know, he doesn't have trouble breathing. His all-muscle comment wasn't sarcastic. He's genuinely trying to look out for Angus. This one is a stone wall. You won't get more out of them about the night of the murder. Not yet. Alles klar, ich habe noch weitere Fragen zum Lynchwort. Wie passt denn die Kugel in seinem Kopf zu all dem hier? Huh? There was a bullet in the dead man's brain. Why was it there, if you hanged him? How the fuck do I know? Anyone could have shot him. Target practice, maybe. This line of questioning is over. You got the cause of death already? Hanging. If there's any post-mortem trauma, it's your problem. This will not turn into a cross-examination. This was a good move. Also, notice how Titus doesn't like her much. Especially when she's calling the shots. Was hält mich eigentlich davon ab, sie einfach festzunehmen? Wir machen einen Schritt auf Titus zu. Yeah, lawman. Why don't you? It's almost an anthropological sight, watching him try to assert dominance over you. Weren't you warned to not go down this path? And yet you still go and do it. Just because you can, doesn't mean you have to say everything that comes to mind. Back out before the situation escalates. Not in the arresting mood? By your side, the lieutenant keeps his hand away from his holster. You hear the nylon of his coat hiss as he steps closer. Easy. Walk back from the provocation. They're armed, and they outnumber us. The lieutenant tries to establish eye contact with you. Okay. Immer mit der Ruhe. Unterhalten wir uns einfach. Wise move. You made the right. About fucking time. Sie haben mir immer noch nicht erklärt, wie die Kugel im Kopf des Gehängten You still on about that bullet? A bullet in a hangman's head. You're right, Copper. That is mighty curious. Indeed, mighty. How did it get there? Well, there are so many bullets in the world, and so many heads. I guess it's only logical. At some point, one of them bullets had to end up in one of them heads. It's bound to happen again, you know? Just statistically speaking, of course. Na gut, ich frage Sie erneut, warum war das hier? Wir zeigen ihm die Kugel im Kopf des Opfers. Wow! He's got it in a real evidence bag and all! Why don't you go home and log it into evidence? These men have told you what happened. Ich glaube, das mit dem Hängen
die Erschießung vertuscht werden sollte. You know what I think? I think he was shot in the head as a kid. And his brain grew around the bullet. Around the bullet, man. That's a good one. They're only pretending to enjoy this. Beneath the act, they don't like you knowing this. Haben Sie ihm in den Kopf geschossen? Shit! I probably did shoot him. I was drunk last night. You guys know me when I'm drunk. Yeah, Glenn likes to shoot his guns when he's drunk. Better hope he stays sober. No, he meant before he was hanged. Did you shoot him before you hanged him? Before? After? During? This is getting ridiculous. They told you what happened. Stop wasting your time. Keine Sorge. Früher oder später kommen wir noch dahinter. Never been worried in my life, Lawman. It's not like you blew it wide open, but there's a little crack in there, somewhere. Ich habe jemanden gefunden, der den Lynchmord gesehen hat, ein Zeuge. A witness? You ain't got shit. The locals would never come to you with this. That's your Skoptaktis status. Next, he's gonna tell you one of us already roll on the others. Anything witness protection. Mein Zeuge kommt nicht von hier. Well, let's hear it then. Who is your mystery fella? He's not alarmed by the sudden appearance of a witness, but he is surprised. Ich glaube, ich sage Ihnen lieber nicht den Namen. Sagen wir einfach, es ist ein hochrangiger Regierungsbeamter und belassen wir es dabei. Yeah, right. Like we wouldn't know if an MI plant was in our town. Nice try, right? MI is short for Moral Intern. Moral Intern is short for Moralist International, the coalition that runs Revershaw. I've seen this shit a million times, Titus. Fly fishing. They are desperate. Tell us, Copper, what wacky claims did he make? Der Zeuge hat gesagt, das Hängen sei sehr ruhig vonstatten gegangen. Kein Gebrüll, kein Tumult. It's you assholes that feel the need to go around like a fucking brass band. The Hardy Boys are dead silent. Yeah, it's like they put cowbells on you before they send you to the streets. What's with the cowbells, policemen? Der Zeuge hat außerdem gesagt, er habe zwei Leute aeropagetischer Herkunft gesehen. Und einen Mesquen. Aeropagite? Boss, I think he's trying to save me and Theo. Well, yeah. What is confusing you? Eugene, Theo and Elaine were there too. I already told you. We were all there. Der Zeuge sagt, das alles hätte wie eine surreale Aufführung ausgesehen. Those flaccid MI cocks with their culture language. Everything's a surreal play or sublime whatever. It means the whole scene was long and drawn out, like it was from a film. What is this fella's problem? Sorry we didn't make it more action-packed. It wasn't the first thing on our minds, you see? Shanky, it's Shanky, right? I thought there's something wrong about the lynching story. Now I know there was. You don't know shit. I know you are lying, Shanky. You didn't break this wagon fort, but you did manage to rattle the people inside a bit. Immerhin. Der Zeuge hat außerdem gesagt, das Ende sei gekommen, das große Verderben. Wir alle werden verdampfen. Vapor, huh? Well, that checks out at least. For the record, which I have to type up later tonight. No apocalypse-related testimony was provided to us by the witness. Check out the stand-up comedians the RCM has. When are we gonna get funny men like that? Okay, reden wir nicht mehr über den Zeugen. Some witness. I pulled the same shit. Came up with some shit, then went and said it to people. Get a reaction.
don't have to go to cop school to try that. You don't have to go to school for shit. I never went to school, and I'm doing great. You're doing a hell of a job, man. Hell of a job. Ich gehe dann mal wieder. Aber nur, meine werten Herren, um zu speichern. Denn jetzt... The circus left town. Ja. Das dauert immer so lange, bis ich antworten kann, Mensch. Jetzt versuchen wir ihn von unserer Autorität zu überzeugen. Die Herausforderung ist göttlich. Aber wir waren beim ersten Treffen schwach. Das ist nicht gut. Aber die Leute haben seltsam auf die Kugel reagiert. Everett hat um Kooperation gebeten. Über den achten Hardy haben wir gesprochen. Und... wir haben einen Zeugen gefunden. Das alles hilft uns dabei, dass wir diese Aufgabe lösen können. Versuchen wir es. As you look around, yeah. This room full of sweaty men, swearing, drinking, spitting out tobacco. Does this look familiar? Wo habe ich das schon mal gesehen? You believe the place was called Precinct 41. It was also filled with almost exclusively men sitting on desks, talking shit and wasting time. You seen Apricot, old Purdue's daughter? Asks Lieutenant McCoy. Uh-huh, replies Torson. The ass on that one. McCoy shakes his head in appreciation. A bit strange the old man named her Apricot, but I mean, who am I to judge? Wanna hit the kebab joint? Ich hab's kapiert, Titus. Sie und die Jungs sind die wahre Autorität in der Gegend. Oh. Es muss so sein. Sie sind genau wie echte Bullen. Trinken Bier und sitzen mit ihren Schwänzen in der Hand rum. You got a problem with beer now? Not quite there yet. Push on. Nein, nein, ich war so betrunken, dass ich meinen Wagen ins Meer gesteuert habe. Mir geht's auch alles am Arsch vorbei, so wie ihn. Speak for yourself, buddy. We've been giving a shit for 10 years. Martinez was a dump before we put this outfit together. They don't know, man. They weren't here. We had 3 shootings a week, kids dead, fucking graffito everywhere. You cops haven't shown up since the 30s. Congratulations on the graffito removal. All I see is you sitting around talking about Monica's titties. While there's a rape victim. So what? What do you want from me? We took care of that fuck. Don't let him drink that. One more push, quick. Just don't antagonize him. You have this already. Okay, jetzt müssen wir uns gut überlegen, was wir jetzt sagen. Es geht nicht darum, wer der Schuldige ist, sondern um das Opfer. Sie braucht Hilfe. Titus? She stops mid-sentence. That's it. You got him. He's going to give it up. But on his terms. You wanna help her, cop? Fine. I'm gonna let you help her. But you treat her with respect. If you don't, if you question her, harass her, a freight train of pain, buddy. What is her name? Glacia. I'm on due. She's staying here at the Whirling in Rags. A real pretty one. Silvery jumpsuit. Blonde. That's I'm on due. With an O-U. Shit. The girl. The girl upstairs? That can't be her. She knows you drank so hard you forgot you were a cop. Ach Gott. Ich versuch das erst gar nicht, oder? Ach komm, ich versuch's. Cache Amondo. Cool. You inexplicably add cool after the victim's name, with your eyes bulging like some wild beast.
Your fingers are fidgeting and sweat starts forming on your brow as Titus looks at you oddly. I don't understand what's so cool here. Nothing. We just have a few more questions. Whatever you do, do not tell him you know her. That would sound off. Okay. Machen wir nicht. In welcher Beziehung standen sie zu dem Söldner? Stand sie zu dem Söldner? Relationship? There was no fucking relationship. He raped her. That's their relationship. Something is off here. His anger is possessive. It was like that karaoke incident all over again. Or like some of the other girls he was harassing. Okay, enough. All of this is irrelevant to your stated investigation. Also die Vergewaltigung, wann war das? He did it before we killed him. He's not gonna do it again. So what does it matter? It would help if we establish a timeline. All right. 2 weeks maybe? I don't know. I need another beer. Here you go, boss. Also, wir kratzen uns am Kopf. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Columbo, ne? Mit diesen ganzen eine Frage hätte ich da noch und kratze mich am Kopf. In welcher Beziehung stehen Sie zu ihr? He did it before we killed him. He's not gonna do it again. So what does it matter? It would help if we establish a timeline. All right. Here you go, boss. Ich glaube, ich habe die falsche Option genommen. I know her. How well do you know her? A small twitch in the corner of Kim's mouth. He has a hunch about what knowing means. Well enough, Copper. We party. She's been here for a few months. He tries to make it sound real casual, but the muscles on his neck tighten. Sie ist also nicht aus der Gegend. You mean Revishal? Nah, she's an immigrant. Or a drifter of some sort. Been staying here over the winter. Don't you give her any more trouble. She's just had some bad luck, that's all. Shut up, Angie. She doesn't need your help. Titus gives them both a look. What's with all the silences? It's like these guys don't know how to feel about this. You should keep picking at it. Sie haben gesagt, sie hätten zusammen Party gemacht. Cool, alles cool, aber was meinen Sie damit? What do you think I meant? Haben Sie von Sex gesprochen? Yeah, pretty much. Sie wollen also sagen, dass mehr zwischen ihnen war? No, we just fucked, that's all. I'm not gonna give you any details if that's what you're after. So put your dick away. He really went out of his way to seem comfortable with this topic. That's all you're gonna get for now. Dankeschön. Wir werden mit dir reden. Remember what I said. Freight train of pain. Okay, das war doch gut. Haben wir wieder einen neuen Hinweis bekommen. Neue Informationen. Das ist gut gelaufen. Oh, Kim will mit uns reden anscheinend. Das ist super. Aber jetzt... Ich glaube, es hat gerade gespeichert. Machen wir für heute Schluss mit dieser Folge hier. Wie gesagt, der letzte Stream ist ausgefallen, deswegen jetzt die Wasteland und Disco Elysium Folgen, die diese Woche quasi. Und hoffentlich haut es dann bis nächsten Stream wieder hin mit unserem Internet. Wir haben da leider aktuell schon länger Probleme. Das ist einfach ein regionales Problem. Die sagen auch immer nur, ja, ja, wir arbeiten dran und das leider schon seit einem Monat, während die Probleme immer schlimmer werden. Und letztes Wochenende jetzt und diese Woche ist Internet wirklich in katastrophalem Zustand. Also das fällt alle 15 bis 20 Minuten komplett aus und ist dann für ein paar Minuten weg. So kann ich natürlich nicht streamen. Folgen hochladen geht allerdings. Deswegen jetzt wieder Let's Plays. Mal gucken, ob der nächste Stream wieder hinhaut. Ansonsten gibt es mehr Let's Plays von diesem Spiel. Na schön, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.